Diese Firma. Immer wenn sie einen Film herstellen, ist der nächste Kurzfilm schlimmer als der vorherige. Es hört einfach nicht auf. Was ist das heutige Meisterwerk? Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Wetten, es geht darum, dass Homosexualität in den Augen Jehovas eine Sünde ist. Marie hat zwei Mütter gemalt. Sie hat erzählt, die sind verheiratet. Unser Lehrer hat gesagt, das Wichtigste ist, dass sie glücklich sind und sich lieben. Tja, viele wollen selbst bestimmen, was richtig und falsch ist. Oh fuck, ich liege richtig. Ich liege so richtig mit meiner Theorie. 1. Mose 1, Vers 27 steht, Jehova hat für Adam die Eva gemacht, also Mann und Frau. Ihr wisst aber auch schon, dass Adam und Eva gesündigt haben und dann aus dem Paradies verbannt wurden. Widerspricht sich das nicht irgendwie? Wie am Flughafen. Was passiert, wenn jemand etwas mitnehmen will, was nicht erlaubt ist? Der kommt nicht ins Flugzeug. Richtig. Wollt ihr wirklich mit dem Flugkeil... Entschuldigung, hab mich versprochen. Wollt ihr wirklich mit den Flughafensicherheitsbestimmungen punkten? Alter, niemand mag die. Kein Mensch mag die. Der einzige Grund, warum die existieren, sind wegen den Anschlägen am 11. September. Sonst würde dieser Scheiß niemals existieren. In Matthäus 7, Vers 13 und 14 geht es um den Weg zum Paradies. Um dorthin zu kommen, muss man manche Dinge aufgeben. Dazu gehört alles, was gegen Jehovas Regeln ist. Abgekürzt. Hörst du nicht auf, ein Homo oder eine Lesbe zu sein, kommst du in die Hölle. Willst du Marie auch was erzählen? Na, ich könnte vom Paradies erzählen und von den vielen Tieren und von der Auferstehung. Ich bin angewidert von euch. Pfui. Wie ist das Like-Dislike-Verhältnis? Naja, wenigstens eine gute Sache hat es.